Mir hat vor kurzem jemand gesagt, ja, wie kann das sein, dass Gott sich für mich interessiert? Servus, ich bin Pfarrer Volker Sigi. Weißt du, was dein Sohn wieder angestellt hat? Die Frau kommt nach Hause, hat kaum die Tasche abgestellt, da rennt der Ehemann aus der Küche mit diesen Worten. Weißt du, was dein Sohn angestellt hat wieder? Also um das klarzustellen, ja, das ist beider Sohn, da hat jetzt kein anderer Mann seine Finger im Spiel gehabt. Aber klar, was er damit sagen will. Er hält sich daraus. Er hat mit diesem schrecklichen Verhalten des Sohnes nichts zu tun. Das ist dein Kind. Kaum ist dein Sohn nach Hause gekommen, der sein Geld mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Klingelt's grad? Du kennst die Geschichte. Der verlorene Sohn im 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Der Jüngere, der sich von seinem Vater das Erbe ausbezahlen lässt, dann in die weite Welt zieht und tatsächlich sein Geld verprasst und irgendwann bei den Schweinen landet, weil er überhaupt nichts mehr hat, kein Geld, keine Freunde, dann ins Nachdenken kommt, umdreht und dem Vater in die Arme hineinfällt, weil er einfach so voll Sehnsucht nach ihm gewartet hat. Und dann kommt der ältere Sohn, der kriegt mit, große Party, und er ärgert sich grün und blau. Ja? Dein Sohn. Er sagt nicht mein Bruder, es ist ja sein Bruder, aber er sagt nicht mein Bruder, sondern dein Sohn. Größtmöglichste Distanz. Obwohl es schon ein bisschen interessant ist, dass er genau weiß, was sein Bruder gemacht hat in der Fremde. Nämlich beim Huren rumhängen. Also irgendwie hat er ihm nachgeforscht oder sich zumindest interessiert, was da so läuft. Aber spannend ist noch etwas weiteres. Nicht nur das Verhältnis zu seinem Bruder ist angeknackst, sondern auch das Verhältnis zu seinem Vater. Das ist so ähnlich wie bei dem Ehepaar, von dem ich anfangs erzählt habe. Da ist nicht nur ein Problem zwischen Vater und Sohn, sondern auch zwischen Ehemann und Ehefrau. Die haben Knatsch, da stimmt die Beziehung nicht. Und so ähnlich ist es auch zwischen dem älteren Sohn und seinem Vater. Schon so viele Jahre diene ich dir. Und nie habe ich mit meinen Freunden eine Party feiern dürfen. Also nicht nur die Tatsache, dass er gerne mit seinen Freunden feiern würde, statt mit seiner Familie, das kann man ja noch irgendwie verstehen, also ihr versteht es auf jeden Fall. Ja? Aber der entscheidende Punkt ist, dass er sagt, ich diene dir. Wie sieht sich dieser ältere Sohn? Er sieht sich nicht als Kind, nicht als Erbe, sondern in gewisser Weise als Sklave. Was für ein komisches Selbstbild hat der Ältere? Und wie ist es bei dir? Wie siehst du dich in Bezug auf deinen Vater im Himmel? Denn Jesus erzählt die Geschichte ja im Blick auf dich und dein Verhältnis zu Gott. Kann sein, dass du in der christlichen Familie groß geworden bist oder regelmäßig in die Kirche gehst, eine Gemeinde hast, wo du dich engagierst, aber dich als Sohn oder als Tochter Gottes zu verstehen, boah, das fällt dir schwer. Mir hat vor kurzem jemand gesagt, ja, wie kann das sein, dass Gott sich für mich interessiert? Ja, aber Gott interessiert sich für dich. Nicht nur für die Frau, die gerade Eheprobleme hat und am Verzweifeln ist, nicht nur für den Jugendlichen, der keine Perspektive hat jetzt in dieser schwierigen Zeit und irgendwie total am Verzweifeln ist, nicht nur das Mädchen, das unter Bulimie leidet oder das Kind in Südamerika, das auf irgendwelchen Müllkippen groß wird. Nein, Gott hat ein Interesse an dir, ganz persönlich. Er will, dass es dir gut geht.
Du bist sein Sohn. Du bist seine Tochter. Du bist nicht eins unter was weiß ich wie viel Milliarden Menschen, sondern Gott hat ein Interesse an dir ganz persönlich. Du bist Kind, nicht Sklave. Du bist Erbe, nicht Diener. Und darum sagt der Vater im Gleichnis: Alles, was mein ist, ist dein, mein Kind. Zum älteren Sohn. Dir gehört alles. Und so wie er den jüngeren Sohn in die Arme geschlossen hat, nachdem er so lange auf ihn warten musste, das möchte er auch mit dir tun. Er möchte dir Anteil geben an seinem Erbe, dir alles geben, was er selber besitzt. Darum steckt der Vater seinem Sohn einen Ring an den Finger. Darum bekleidet er ihn mit einem neuen Gewand. Darum ringt er so darum, dass auch der ältere Bruder Teil wird dieses großen Festes. Alle möchte der Vater im Himmel umarmen. Dich möchte der Vater im Himmel umarmen. Und wo besonders? Für mich ist ja so mit das Schönste das Sakrament der Versöhnung. Da erfahre ich das, dass Gott der Vater mich in die Arme schließt. Egal, ob du dir jetzt vorkommst, so wie der jüngere Sohn, ob du so deine Umwege im Leben gegangen bist und auch manchen Mist gebaut hast und jetzt wieder zurückkehren willst zu Gott. Oder egal, ob du wie der ältere Sohn so ein braver Christ, eine brave Christin warst, eigentlich nie irgendwelche großen Unsinn gebaut hast, aber irgendwie war alles so routiniert und alles so eingefahren, ganz gleich. Im Sakrament der Versöhnung, in der Beichte, möchte Gott dich in seine Arme schließen. Das Einzige, was du tun musst, ist ehrlich sein zu ihm. Sagen, was Sache ist. Du, Vater, so wie der jüngere Sohn, ich habe Mist gebaut, ich habe vor dir gesündigt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und dann sagt Gott, doch, du bist es wert, mein Sohn zu sein. Und danke für deine Ehrlichkeit. Ich gehe ja selber regelmäßig zur Beichte und natürlich als Priester höre ich oft Beichte und ich habe immer einen Riesenrespekt, wenn Leute ehrlich sind. Ehrlich zu sich und dann auch ehrlich zum Priester. Und im Letzten ehrlich zu Gott. Und diese Erfahrung wünsche ich dir, ganz gleich, wo du stehst in deinem Verhältnis zu Gott. Ob du eher der jüngere oder der ältere Sohn bist, wirf dich ihm in die Arme und erfahre seine Barmherzigkeit. Du bist schon lange nicht mehr zur Beichte gegangen und du weißt gar nicht mehr, wie das so geht, zu beichten. Das ist kein Problem. Komm einfach. Sprich einen Priester an, zu dem du Vertrauen hast und lad einfach alles ab, was dir das Leben schwer macht oder was dir das Herz bedrückt. Und vom 12. auf den 13. März hast du besonders Gelegenheit dazu, in vielen Kirchen, überall auf der Welt und auch auf dem Rosenberg. Vom Abend des 12. bis zum Abend des 13. März wird immer ein Priester da sein, in der Gnadenkapelle, in der Sakristei sitzen und für dich zur Verfügung stehen, dass du mit ihm reden kannst und im Gespräch mit ihm die Barmherzigkeit Gottes erfahren darfst. Seine Umarmung spüren. Also, hab Mut und komm.